Guck mal, steckt der Schlüssel. Und ein BMW. Seid ihr BMW hier? Geh mal Rezeption an, ne? Ich guck mal, wo der ist. Gibst du den so lange ab? Ja. Entschuldige Sie bitte, ist das Ihr Schlüssel? Nee, der steht da auf dem BMW davon. Der weiße BMW? Ja. Ist das Ihr Auto? Ja, wo war der denn? Der steckt hier hinten auf dem Kofferraum. Hinten auf dem Kofferraum? Auf dem Kofferraum steckt der Schlüssel. Mein Mann und ich sind gerade angekommen. Das doch mal, ne? Komm, wir gehen mal ab. Ach, das ist ja super toll. Ja, ich laufe nämlich ein. Danke, ne? Ja, und Sie haben schon so lange gesucht? Ja, danke schön. Tschüss. Sehr klasse. Das für uns. Ja, danke. Da kommt sie. Darf ich dir meinen alten Freund Gerd Wippenbeck vorstellen? Hallo, Ulrich. Hallo. Wir haben früher in der Sporthochschule öfter mal zusammen gewirkt. Ja. Nun, also ich muss das mal eben erzählen. Also die Frau mit dem, ich stand da und ich habe den Schlüssel in der Hand, ne? Da vorne, da kommt eine aufgeregte Frau an und guckt und guckt. Die kam aber nicht von dem Auto. Ist das Ihr Schlüssel? Der steckt da auf dem Auto da vorne. Ich suche seit einer Stunde meinen Schlüssel. Ja, und das ist hinten auf dem Kofferraum steckt, da hast du natürlich. Ja, was für der Glücksengel. Ja. Passiert mir auch öfters. Also ich bin aber, ich lasse ihn drin in der Wohnung oder. Ich möchte eine Reportage machen über Beziehungen, über Ehepaare, wo Sport mit in die Beziehung reingeht. Und ich wollte es aufnehmen, auf Diktaphon. Das wäre eigentlich das geht's ja nicht. Schönste. Genau. Der Fokus arbeitet ein Bekannter von mir auch. Im Auto. Ich habe es im Auto gelassen. Das kennen wir von früher von dir. Ja, wo habe ich denn? So denn? Ich werde ihn wahrscheinlich stecken lassen. Ich guck mal gerade. Ist der weiße BMW vielleicht verhindert? Minütchen. Und ich habe jetzt der falsche Frau den Schlüssel gegeben. Ich habe auch einen BMW, ja, einen weißen. Guck mal nach. Ich guck mal. Guck mal nach. Ich hole den direkt. Ne? Das ist jetzt der. Oh, den wird doch den Schlüssel kennen, die Frau. Mein Wagen ist weg. Nein. Der stand gerade noch draußen auf dem Parkplatz, jetzt ist er weg auf einmal. Ja, wie soll denn das sein? Ich verstehe es nicht. Ein weißer BMW. Ich habe ihn doch da vorne hingestellt und. Wann durchgehen? Was war wichtig drin? Sofort die Polizei an, dass sie den. Dokumente, Karten. Ach du Scheiße. Das ist eine gute Idee. Das mache ich und. Weil ich muss ja auch die Karten sperren. Idiot. Bleiben Sie. Bleiben Sie. Das gibt's doch. Aber der sieht dies, weißt du, das ist Ihre, das gibt's doch nicht. Ja, lass ihn doch erstmal machen. Er weiß auch, was sie, wie sie da draufstellt. Lass doch erstmal. Ja, Alex, den kann man doch mal unterstützen jetzt. Da sind wir noch mit dran schuldet. Ich meine, wenn ich deine Schlüssel abziehe und der wildfremden Frau in die Hand drücke, dann ist er auch weg. Du weißt was, der Wagen wäre sonst eh weg gewesen. Klar. Mein Gott, bin ich denn bescheuert. Gebe ich dir denn einfach den Schlüssel, das kann ich auch nicht. Ja, aber Rieke, die wollte sie wahrscheinlich gerade selber abziehen. Und hat gesehen, wie wir dazwischen gefunkt sind. Ach du Scheiße, Mann. Und das ist, weil der Blöde ist, du siehst das noch und denkst noch, um mitten im Keiner klaut, nehmen wir den Schlüssel noch mit. Aber den stecken lässt es auch blöd. Gespräche, Frau von der Gröben, sind Sie da? Ja. Ja, Frau von der Gröben, ich bin's. Erinnern Sie sich an mich? Ja. Wir haben uns doch eben getroffen. Ja, wir haben uns eben getroffen. Ja, es ist mir total peinlich. Also mich muss irgendwie der Teufel geritten haben. Es ist nämlich so, das Auto, das gehört gar nicht mir. Nee, ich weiß es inzwischen. Ja, ich möchte Ihnen jetzt gerne den Schlüssel zurückgeben, wenn das okay ist. Ich stehe auf dem Parkplatz. Würden Sie rauskommen? Ich komme raus. Oh, super, danke schön. Warte mal. Das ist die Frau. Ist sie das? Ja, er steht noch hier vorne. Ist sie das? Tut mir total leid. Hier ist der Schlüssel und das Auto, das habe ich da vorne, wenn man links durch die Straße, gleich die nächste Straße rechts rein, auf der linken Straßenseite habe ich das Auto. Wir haben ein Problem, weil wir kennen zufällig den Besitzer des Autos. Ich meine, jetzt würde ich natürlich misstrauisch sein, weil der hatte auch Wertgegenstände im Auto und. Da würde ich jetzt schon gerne auf Nummer sicher gehen und wissen, ob da auch wirklich nichts geklaut ist. Nee, es ist wirklich, wirklich geil. Es war eine völlige Torschlusspanik von mir. Und ich weiß auch nicht, wie man. Ich hatte einfach viel zu tun und brauchte dringend ins Auto. Darf ich Ihnen den Schlüssel wieder geben? Ja, Sie können mir den Schlüssel wieder geben. Aber ich muss jetzt einfach auch wissen, ob da was geklaut ist aus dem Auto. Verstehen Sie das?
Ja, das ist mir weil schon klar. Weil sonst mache ich das zweite Mal einen Fehler. Erst drücke ich Ihnen ein Bild von Menschen und Schlüssel in die Hand und 2 Minuten später, dann kriege ich den wieder und dann ist vielleicht alles Mögliche geklaut. Nee, ist schon okay. Ich danke Ihnen. Ne? Tschüss. Wo stand der jetzt dahin? Der ist ein bisschen hier vorne gedetscht. Dann fahren wir den schnell zurück. Oder? Ach komm. Nee, hey, du kannst ja nicht mehr fahren. Komm, wir fahren den Wagen zurück. Also, ist ja nicht mein Auto. Ist doch egal. Nee, mach ich nicht. Ach komm. Ja, nee, Alex, das kannst du nicht machen. Hör mal, ist doch ein alter Freund von mir. Nee. Nachher explodiert der. Mit der Radaufhängung. Guck mal, da vorne ist doch alles kaputt. Der fährt, Rieke. Nee, da steige ich nicht ein. Du bist ein Idiot. Hey, lass ihn hier stehen. Wo ist der jetzt überhaupt? Ja, wahrscheinlich wieder drin. Der weiß das ja noch gar nicht. Hey, komm mal her. Halt. Hey, hallo. Was haben Sie mit dem Auto gemacht? Wie bitte? Was soll ich gemacht haben? Na hier, ich meine, ist mir völlig egal. Und da Sie ja jetzt greifbar sind, können Sie sich mit dem Herrn dann ja auch in Ruhe auseinandersetzen. Das sieht ja schlimm aus. Das ist ja alles kaputt. Was ist denn damit passiert? Sollen wir mal gucken, ob hier drin ist? Also, die Sache ist aber wohl klar. Ne? Wie, was soll da klar sein? Ich hol den mal eben raus, warte mal. Ja, da vorne sein. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ist denn sowas teuer? 3,50 € kostet bestimmt. Also Sie werden da arm dran werden. Aber das ist bestimmt ein Totalschaden bei diesem Wagen. Das kann ich Ihnen mal gleich sagen. Ich habe aber überhaupt kein Geld. Ich könnte das nie bezahlen. Das ist mir ehrlich gesagt sowas von egal. Es ist nicht mein Auto. Und bevor man in ein Auto von anderen Leuten einsteigt, muss man sich schon Gedanken darüber machen. Also es ist mir total peinlich, aber ich habe nicht mal einen Führerschein. Das ist das große Problem. Aber sagen Sie mal, können wir denn nicht folgenden Deal machen, dass das... Haben Sie einen Führerschein? Zurzeit habe ich gerade mal einen, ja. Und haben Sie denn auch eine Versicherung? Ja, klar, mit der Versicherung. Aber ich mache bestimmt keinen Deal mit Ihnen. Also ich meine, wie käme ich dazu? Können wir es denn nicht so machen, dass Sie einfach sagen, Sie hätten das Auto kaputt gefahren und ich würde das Ihnen abstottern? Sie sind ja völlig von der Rolle schon. Ich möchte keine Probleme haben, wenn ich da noch mal reingehe. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Dann hole ich Ihnen den Cognac. Weil Sie sind ja überhaupt gar nicht so richtig bei sich. Sie haben ja... Aber... Was ist denn damit passiert? So, darf ich bekannt machen, dass es die junge Dame, die den Wagen zerstört hat, dass es der junge Mann, der den Wagen zerstört hat. Was ist denn damit passiert? Die Frau ist da mit dem Auto gefahren. Aber Sie haben Sie das gemacht? Frau von der Gröben, was ist denn passiert? Lass uns mal eben draußen das Ding. Ja, aber das ist nicht mehr mein Ding, da habe ich nichts mehr zu tun. Wie ist das denn passiert? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Sind Sie denn damit gefahren? Nee, ich habe damit überhaupt nichts zu tun mit dieser ganzen Geschichte. Guck dir das mal an. 10 Jahre habe ich das Auto gefahren. Da kann doch der Rahmen krumm sein und der tropft ja auch. Ist definitiv ein Totalschaden. Müssen wir ja wissen. Weil dieses Auto ist ja so viel auch nicht mehr wert. Aber wissen Sie, wie lange es braucht, bis ich so einen Blinker habe? Sie werden den Blinker für dieses Auto nicht mehr brauchen, da muss ich Sie enttäuschen. Es war nämlich folgendermaßen, ich bin hier auf dem Parkplatz spazieren gegangen. Und dann habe ich gesehen, wie diese Dame mit diesem Herrn hier hinten reingefahren ist. Und Sie haben dieses Auto hier so abgestellt, genau so, wie es hier steht. Ich weiß überhaupt nicht, wer das alles bezahlen soll jetzt. Ich kann an 2 Stellen gleichzeitig sein. Als wir da gemütlich sprachen, da hat sich mein zweites Ich in dieses Auto gesetzt und hat damit einen Unfall gemacht. Wie mir das in die Schuhe schieben, habe ich das richtig verstanden? Also jetzt ist das weiß ich nicht. Also es ist unmöglich. Rieke, also ich bezeuge das gerne. Lass doch mal, Mensch, Paul, klar. Ich frage mich einfach nur, wer das jetzt alles bezahlen soll. Ja, die natürlich. Ne? Wir könnten den Schaden übernehmen für April. Ja, das ist eine Idee, die. Das könnte man. Das Auto ist kaputt geworden. Nein, das ganze Hotel ist unter Wasser. Nein, nein.